Leute, was ist das ekelhaft geworden in der Spielewelt? Jetzt habe ich hier so ein Icon, Turmoil, auf meinem Desktop. Das habe ich irgendwann mal installiert, wo ich es gekriegt habe, um das zu spielen. Das habe ich auf meiner Platte. Denke ich zumindest, weil ich habe ja ein Icon auf die Platte installiert bekommen, dass das Spiel jetzt installiert ist. Turmoil. Und da dachte ich, na, das ist wie von Reline damals, das Oil Imperium. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Ist nur ein kleines Spiel. Und das habe ich jetzt doppelt geklickt und dann steht da irgendwie, die Internetverbindung konnte nicht geöffnet werden. Das Protokoll Switch ist mit keinem registrierten Programm verknüpft. Okay. Gucken wir uns mal die Eigenschaften an. Die sehen so aus. Da gibt es also Twitch, Fuel Launch, bla 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 bla. Irgendwie das Twitch-Protokoll. Und das sollte eigentlich auf die Twitch-App gehen. Also, was sage ich hier auch schon? Web-Anwendung. Das Programm, das Twitch-Programm. Das habe ich da ja auch. Dieses komische Sprichblase mit zwei Strichen drin. So, und wenn ich die jetzt lade, da kommt. So, Twitch Desktop App is no longer with us. Das ist eigentlich der Twitch Launcher, um die Games zu launchen. So, nee, ich bin tot, sonst gibt's nicht mehr. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Was soll die Scheiße? Wir haben den Launcher eingestellt. Wir haben die harte Entscheidung getroffen. Ja, für wen hart? Für euch ja nicht hart. Ihr habt das Geld für die Spiele gekriegt und ich glaube, ich habe nichts bezahlt. Egal. Und hart ist es für die User, weil die stehen jetzt da mit dem Spiel, was sie spielen wollen und was sie nicht spielen können. Die wollen das einfach mal so lässig nebenbei, so geschmeidig am Sonntag mal ein kleines Spielchen spielen. Oh, Turmoil, das ist bestimmt wie Oil Imperium. Oh ja, so. Mal schauen, vielleicht in einer neuen Version, ein bisschen bessere Grafik. Mal gucken, wie das ist. Ha, mal spielen. So eine Runde, so eine Stunde. Und dann müsste ich mit so einem Scheiß rumschlagen. Also, gibt's nicht mehr. Und du sollst jetzt auf Twitch TV gehen. Dann gehen wir auf Twitch TV. Und dann hast du halt irgendwie nur dieses Anguck-Dings-Zeug, diese Streams, diese Let's Play-Streams. Aber du hast hier nicht irgendwie deine Spiele. Apps herunterladen, bla 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 bla. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Und dann ist mir irgendwann mal gekommen, ich glaube, Twitch ist von Amazon gekauft worden, oder? Amazon Twitch Konto, dein Amazon Twitch Konto. Vielleicht ist auch ganz weg. Das ist jetzt Twitch Prime Gaming Support Amazon Games. Wenn das jetzt Amazon Games geworden ist, dann haben die vielleicht meine Spiele. Entweder haben sie es total gelöscht und ich kann Turmoil jetzt nicht spielen, hab's nie spielen können, weil ich nicht sofort gespielt habe. Oder ist es rübergewandt nach Amazon Games? Amazon Games habe ich auch installiert, den Launcher. Wo ist denn der? Amazon Games. Und klick da drauf. Games wird vorbereitet. Mal gucken, ob wir da jetzt das Turmoil drin haben. Wird aktualisiert. Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Bitte überprüfe deine Internetverbindung. Ich wette, das läuft jetzt mit Windows 7 nicht mehr. Das ist derselbe Kack wie mit dem. Die sind ja alle nicht besser. Derselbe Kack wie mit dem Ubisoft Connect oder wie das heißt. Also erstmal das Switch zu, dann eventuell gehen es nach Amazon und der Launcher geht auch nicht. Die scheißen einen riesen fetten Haufen auf die Kunden. Die bist so egal. Hauptsache, du bist der Standardkunde mit Windows 10 oder 11 und kaufst immer die neuesten Spiele und spielst die auch schnell und kaufst dann den Nachfolger und kaufst und kaufst und kaufst. Ob du spielst, ist denen doch egal. Ja, also.
dieses Turmoil einmal installiert. Ich will es irgendwann mal spielen. Jetzt will ich, weiß ich, wahrscheinlich schon ein paar Jährchen her oder sowas. Aber trotzdem. Früher hast du dann das Ding im Schrank einstauben lassen und dann gesagt, die DVD, ja, jetzt spiele ich das mal. Und ja, dann hast du sie reingetan und dann ist das Ding gelaufen. Dann musstest du kein Internet, kein Scheißdreck. Und jetzt hier hast du von da nach da nach da und dann übers Auge, durch den Rücken, durch die Fußsohle, in den Hinterkopf, so ungefähr. Ist doch so zum Kotzen. Weißt du, da regst du dich wieder auf. Oh, jetzt haben sie mir mein Spiel gelöscht. Dann denkst du, ah, naja, vielleicht ist es jetzt da. Ja, da könnte es sein. Hast neue Hoffnung und dann, nee, schon wieder nicht. Ah, ja. Und jetzt soll ich mich weiter da rein. Ja, vielleicht kann man das irgendwie. Diese Fehlermeldung ist totaler Blödsinn. Netzwerkfehler ist Bullshit. Was? Complete Bullshit. Ja? Totaler Nonsens. Netzwerkfehler. Ja, bei euch vielleicht im Netzwerk. Aber nicht in meinem Netzwerk. Ja, wahrscheinlich gibt es den Aktualisierungsserver nicht mehr oder was weiß ich. Was wollte er denn gerade machen? Wird aktualisiert. Ja. Ist aber überhaupt noch nicht weit gekommen. Hat noch nicht angefangen. Also, ein Dreck, weißt du? Und dann machen sie bei Amazon mit Prime ja dann auch immer fett die Werbung. Ja, du kriegst hier Spiele geschenkt und so. Ja, kann man nur nicht benutzen, ne? Ein Scheiß kriegst geschenkt. Entschuldigung. Ja, aber da krieg ich so einen Hals. Eigentlich willst du ganz entspannt eine Runde was spielen, weil ich weiß, das sind irgendwelche Spiele, die habe ich, glaube ich, mal umsonst bekommen oder als Belohnung oder sowas. Oder weil ich meine Daten preisgegeben habe oder. Willst du ganz entspannt spielen, ein Spiel, was wahrscheinlich nicht so ansprechend ist und was du halt dann mal vielleicht in 5 oder 10 Stunden durchgespielt hast. Irgend sowas. Nebenbei zum Entspannen. Und da musst du dich aufregen über so eine Dreckpiep. Jawohl. Das wollte ich nur mal so als Statement dalassen. Jetzt kann ich natürlich dann noch mehr Zeit investieren und googeln. Ja, was ist denn da? Ist Twitch jetzt irgendwie auf Amazon Games? Und mein Amazon Games geht nicht mehr. Das liegt vielleicht, woran liegt das? Dann komme ich vielleicht drauf, dass das jetzt Windows 7 nicht mehr installiert wird, unterstützt wird. Und dann muss ich dann lange, lange suchen, bis dann ich eventuell so einen Trick finde, wie bei Ubisoft schon, dass ich dann trotzdem reinkomme und das funktioniert dann auch nur einmal und muss den Scheiß jedes Mal machen. Es ist so zum Kotzen. Ganz früher, da hast du deine Cartridge beim C64 oder beim Atari 2600, du hast deine Cartridge. Okay, da waren die Spiele noch nicht so riesig. Klar geht das heute nicht mehr. Aber du hast deine Cartridge, hattest die rein. Wieso geht das heute nicht mehr? Eigentlich müsste das auch gehen. Auf jeden Fall hast du die rein, hast angemacht, dann hat es nicht mal eine Sekunde gedauert und konntest dein Spiel spielen. Und das müsste heute eigentlich auch gehen. Ja? Man kann in einen Flash-Chip drauf machen, auf eine kleine Cartridge wieder. Und die Flash-Chips, die gibt es auch in 16 GB, in 128 GB und noch mehr. Dann nimmt man noch einen anderen Flash-Chip, auf dem kann man schreiben. Das andere ist nur ein ROM. Dann wird das auch noch mal billiger, wenn ich einen ROM habe anstatt einen Flash-Chip. Dann muss ich das nicht beschreibbar machen, dann kann ich das direkt machen. Dann kann ich da sogar noch Elektronik drauf machen. Es schwierig ist, das zu lesen und so weiter. Also, dass ich noch nicht mal eine Raubkopie mache, dann muss ich halt irgendwie von den 50, 60 Euro, was das Spiel kostet, halt meinen Zehner investieren in die Platine und die Hardware. Aber dann wird das auch schnell geladen. Dauert natürlich ein bisschen länger, weil es ein bisschen mehr ist. Aber dann ist das Spiel irgendwie in 5 Sekunden oder 10 Sekunden geladen und ich kann spielen. Dann mache ich noch einen kleinen anderen Flash-Chip drauf und dann den kann ich speichern. Ha? Ja, und dann kamen ja die DCDs. Ja, und ja, erst kamen die Disketten. Da war man dann irgendwie der Disc-Jockey. Das war irgendwie schon so. Disketten. Die 5,5 Zoll Disketten mit C64. Meistens hat es ja auf eine Diskette gepasst. Manchmal hat es dann mehr. Und naja, dann kam der Amiga und Konsorten mit 3,5 Zoll Disketten. Und
Ach, was erzähle ich? Und dann kamen die CDs, dann kamen die DVDs, die kannst du auch einfach reinpacken. Und dann kamen die komischen Online-Kodierschutz-Scheiße und ja, heute kannst du das Spiel gar nicht mehr spielen. Ja. Und wenn du deine Support schreibst, ich kann es dir gleich sparen, da kriegst du irgendwie eine Standard. Überprüfen Sie doch mal Ihre Internetverbindung und kriegst genau das nochmal wieder, was da drin steht und was totaler Nonsens ist. Es ist, du wirst so stehen gelassen, ne? Das ist ja auch nicht nur bei diesen Spielen so, bei den Umsonst-Games. Das ist ja auch bei den teuren Spielen so, die du schwer kaufst, ja, für teures Geld. Da wirst du dann auch so, Hauptsache, wir haben das Geld, was will er uns denn noch, ne? Wir haben irgendwas Illegales bei uns in die allgemeinen Geschäftsbedingungen geschrieben und ja, ja lass uns doch klagen. Wir haben mehr Anwälte als so ein. Echt. Da müsste echt mal die ganzen Verbraucherzentralen, die müssten sich da zusammentun und eine Sammelklage und da müssten sich 1 Million, 10 Millionen Spieler zusammentun. Und jeder kriegt dann sein Geld wieder. Hm? Dann will ich sie mal sehen. Dann ändert sich dann doch was, wenn sie aber 1 Milliarde bezahlen müssen, ne? Ja. Aber so kann man es ja machen. So kann man es ja machen. Es war wieder der Aufreger am Sonntag. Das nur mal so kurz nebendurch. Nebenbei. Kann man sich echt auf. Ich spiele halt was anderes. Ich habe ja noch genug anders. Aber trotzdem, man regt sich auf über so einen Scheiß. Und wenn es jetzt ein Spiel wäre, was ich unbedingt spielen wollte, dann könnte ich da jetzt doch Stunden wahrscheinlich mit verbringen, um das rauszufinden, wie es dann vielleicht doch geht und zum Schluss geht es dann doch nicht und lange Nase und dann hast du auch noch deine Lebenszeit verschwendet für so einen Scheiß. Weil die sich das halt einfach super einfach machen da. Rücksichtslos. Allesamt. Kundenunfreundlich. Schämt euch. Und es ist keiner besser als der andere. Und machen alle so einen Scheiß. Auch wenn die das machen, dann können wir das auch machen. Die hat auch noch keiner verklagt. Ja, wird mal Zeit, dass euch jemand verklagt. So, das war das Wort vom Sonntag. Ich suche mal irgendwas Ruhiges, was ich spielen kann, um wieder runterzukommen. Macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Video. Ciao.